Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin schon öfter gefragt worden, ob ich nicht etwas mehr zu meiner Bibliothek sagen kann oder vielleicht auch mal einzelne Bücher vorstellen kann. Ich stehe hier vor einem Bild aus dem Jahre 1800, circa einem amerikanischen Bild, das heißt Republikaner in seiner Bibliothek. Und Republikaner waren die Bürger, die für eine freie Republik, eine verfasste Republik, eine Herrschaft mündiger Bürger, also die Demokratie in Form der Republik stritten. Und Bibliotheken sind ganz wichtig, weil dort Wissen ruht, was nicht elektronisch manipuliert werden kann. Das habe ich vor circa 8, 9 Jahren von einem Bekannten erfahren. Der hat es mir noch mal so deutlich gesagt und dann ist mir noch mal ein Licht aufgegangen. Bücher erzählen eine Geschichte. Man kann sie nicht verändern. Wenn sie einmal gedruckt sind, kann man sie bestenfalls verbrennen. Und so möchte ich Sie mitnehmen auf einen Rundgang durch meine Bibliothek und immer mal wieder einzelne Bücher vorstellen. Als Beginn meines Rundgangs gehe ich mit Markus Gärtner durch die Bibliothek. Er fragt mich zu einigen Büchern, was ich erkläre das kurz. Es sind keine Buchbesprechungen, das kommt dann später und dann nehmen wir uns jeweils ein einzelnes Buch heraus. Hallo Max. Hallo Markus, grüß dich. Schön wieder in deiner großen Bibliothek zu sein. Hast du die eigentlich alle gelesen, die Bücher? Nee, alle nicht, aber ich versuche doch schon zu lesen. Ich versuche 1 bis 2 Bücher die Woche zu lesen, manchmal auch 3. Nicht komplett, aber Bücher sind nicht manipulierbar. Da steht ein Mensch dahinter, der sich Gedanken gemacht hat. Ja. Also das ist was ganz anderes als Internet. Also ich bleibe bei Büchern, zumindest als Basis. Hier offenbaren sich auch noch andere Teile deiner Persönlichkeit. Du bist ja Ökonom, du bist Politikwissenschaftler und hier wird es sehr historisch auf der Seite. Hier habe ich erstmal die Referenzwerke, also Lexikon des Mittelalters, Lexikon der Frühgeschichte, Lexikon der Antike, Grimmsches Wörterbuch, 24, Moment mal, noch mehr Bände, 33 Bände, unglaublich, was es alles für Wörter gab in deutschen Geschichte, Völkerkunde, Enzyklopädie Britannica natürlich, Brockhaus noch, also das sind die Referenzen und hier ist natürlich dann eher Antike, Völkerkunde, Ur- und Frühgeschichte. Ja, Rom, Nordamerika, 1066, ganz wichtig. Nordamerika gibt es dieses hier. Also das war ein Buch, was ich, Dee Brown, begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses, über das Schicksal der Indianer Nordamerikas. Ein wahnsinnig trauriges Buch. Auch verfilmt. Kenne ich nicht, du kennst es anscheinend. Ich habe das als Teenager gelesen. Das hat mich, nachdem ich Winnetou ein paar Jahre früher gelesen habe, wie man also Indianer massakriert hat. Und es ist, man sieht, der Mensch kann sehr böse sein und das wird in der amerikanischen Geschichte natürlich so stark ausgeblendet, wie wir den Holocaust als zentrales Element unserer Geschichte sehen. Da sieht man, wie die Völker damit umgehen, aber hat mich als Jugendlicher extrem beeinflusst. Dee Brown begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Während du erzählst, habe ich runtergeschaut, ich habe dir trotzdem zugehört, mir fällt dir auch auf, Thukydides, der spielt eine prominente Rolle in deinem Bestseller. Ja, den habe ich hier, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal habe ich Thukydides, Englisch, Deutsch, also hier ist er in Deutsch, dann verschiedene, die Übersetzung hier von Thomas Hobbes, also der englische Staatsrechtler Thomas Hobbes hat den Thukydides übersetzt und die sind sich ja auch ähnlich. Ich zitiere ja auch Hobbes mit, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das erste moderne Werk der Politikwissenschaft, ich muss gestehen, ganz gelesen habe ich es auch nicht, aber wichtige Auszüge und wie dieser General diesen Krieg und die Entwicklung in diesem Krieg beschreibt, ist sehr ernüchternd und sehr realistisch. Also er ist im Prinzip der Begründer der realistischen Schule der Außenpolitik. Und der ist durch USA, China jetzt wieder sehr aktuell. Richtig, da hat ja der Graham Allison, da haben wir schon drüber gesprochen, dieses Buch geschrieben, zum Krieg verdammt, können Amerika und China der Falle des Thukydides entkommen. Also können sie den Krieg vermeiden. So wird man nach ein paar tausend Jahren wieder aktuell. Und das hat er selber geschrieben. Ich meine, seine Einleitung ist, ich schreibe nicht für Applaus und Beifall in der Gegenwart, sondern ich würde mich darüber freuen, wenn in der Zukunft Menschen mein Werk nützlich finden. Und dafür hat er geschrieben und das ist in Erfüllung gegangen. Das muss man also sagen, Hut ab, ganz großer. Finden wir hier auch Herrn Spengler oder hast du dem eine andere? Der hat eine ganze, der hat 3 Regale hier oder 2 zumindest, Sekundärliteratur, Primärliteratur, also den Untergang des Abendlandes und diverseste Bücher. Ist natürlich ein Philosoph, der mich sehr geprägt hat, muss ich sagen. Da fällt mir auch Kollaps auf, das führt wieder zum aktuellen Buch. Ich stelle mal die Gitarre weg, ab und zu spielt man die. Spiele ich auch gerne. Auch im Politikkanal.
Ja, kommt gelegentlich mal. Jared Diamond ist ein sehr breiter Geist. Ich bin nicht mit allen seiner theoretischen Auffassungen einverstanden, aber also Kollaps, wie Gesellschaften überleben oder untergehen, sehr gutes Buch, aber noch spannender von ihm eigentlich das erste, Guns, Germs and Steel, also wie im Prinzip sich Technologien entwickelt haben, wie sich Europa, Amerika entwickelt hat. Das Spannende an diesem Mann ist, er ist Mediziner und Vogelkundler. Also, und er hat mal ein Jahr in Bonn gelebt, also er kann sich auch mit der deutschen Philosophie aus, er denkt sehr tief und er hat ganz viele tolle Bücher geschrieben, also ein sehr breiter Geist. Mhm. Aus der Revolution raus. Rosenstock Hüssi, ja, von Spengler beeinflusster Philosoph, der dann in den USA war. Also hier ist dann mehr so, ja, Spengler und Referenz, hier ist Ur- und Frühgeschichte. Da hinten haben wir dann noch mehr Vorgeschichte. Also zum Beispiel die Maria Gimbortas, die sehr über die Donauzivilisation geschrieben hat. Mhm. Also das sind ja die ältesten Ackerbaugesellschaften in Europa, die da über quasi über die Türkei, also über den fruchtbaren Halbmond nach Europa eingesickert sind. Der Ackerbau kam ja aus dem Gebiet, wo jetzt gekämpft wird, Idlib, also natürlich nicht nur da, aber und ging dann so langsam nach Europa rüber. Und diese Maria Gimbortas war eine ganz bekannte Archäologin, die halt diese frühen Donau-Ackerbaugesellschaften untersucht hat. Da haben wir mehr so Spuren des Menschen und Eibel Eibesfeld, dessen Sohn ich mal kennengelernt habe, ein deutscher Verhaltensbiologe, der ganz bekannt war, auch mit Konrad Lorenz zusammengearbeitet hat, dann auch diffamiert wurde, weil er eben gesagt hat, wir Menschen sind zwar Vernunftwesen, aber nicht nur, wir haben auch eine Biologie und auf die muss man auch aufpassen. Mhm. Deswegen ist er dann so ein bisschen ins Abseits geschoben worden. Die Biologie menschlichen Verhaltens, also wir werden auch durch unsere Biologie als Menschen geprägt. Herr Darwin hat es auch in deine Bibliothek geschafft, wahrscheinlich auch mit mehr als einer Ausgabe. Na, da ist nur die eine im Moment, das ist richtig. Ganz spannend, da auch der David Reich. Das ist ein Harvard-Molekularbiologe und in den letzten 5 Jahren hat die Molekularbiologie riesigen Fortschritt gemacht. Und der Sarrazin hat richtig Hauer dafür bekommen, dass er gesagt hat, alle Juden haben ein bestimmtes Gen. Das ist natürlich ein bescheuerter Satz, der war unklug. David Reich als jüdischer Molekularbiologe sagt, alle Aschkenasi-Juden haben bestimmte Gene, haben bestimmte Erbkrankheiten. Aber das ist nur so ein Rand, darum geht es eigentlich nicht. Sondern es geht hier darum, wer sind wir und wie sind wir hier hingekommen. Also man kann anhand der Molekularbiologie und der DNA menschliche Wanderungsbewegungen auf dem ganzen Globus rekonstruieren. Man kann alte Populationen rekonstruieren. Das machen die und das ist super spannend. Das ist aus der Sicht der Biologie das, was Herr Harari aufgeschrieben hat? Ja, ein Teilgebiet davon. Harari hat natürlich einen großen Überblick geliefert. Aber hier kann man dann sehen, wie wir aus Afrika gekommen sind, wie wir uns verbreitet haben, dass es mal am Ural eine gewisse Population gab, die jetzt ausgestorben ist. Und diese ganzen Wanderungsbewegungen kann man sehen. Dass auch in Europa relativ wenig Wanderungsbewegungen waren, nachdem wir einmal besiedelt waren. Ja. Es gibt ja zum Beispiel im Harz, wurden Knochen in einer Höhle gefunden aus der Steinzeit. Man hat jetzt die lebenden Verwandten identifiziert mit Hilfe der Molekularbiologie. Also unglaubliche spannende Erkenntnisse, die gerade in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren kommen, weil die Datenverarbeitung sich so weiterentwickelt hat. Wo steht dein Lieblingsbuch, wenn es das gibt? Ja, das ist schon der Spengler, das Untergang des Abendlandes. Der ist da drüben in der Nähe des... hier ist dann halt auch noch Geschichte und drüben habe ich dann mehr auch geschichtliche Werke. Das ist Geschichte, Gesellschaft, also nicht Vorgeschichte, nicht Antike, aber so alles, was im Prinzip ab nach dem Römischen Reich losgeht. Ob das hier ist zum Beispiel dann Churchill, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, gutes Nachschlagewerk Adenauer. Ja. Also hier ist einfach auch Material, wenn man mal was nachschlagen will, oder Dante, die göttliche Komödie, Edmund Burke, der Denker, den ich immer gerne zitiere, der englische Konservative, Willy Brandt, also hier ist ein bisschen gemischt, oder auch dann so soziologische Werke wie Daniel Bell, Das Ende der Ideologie, aber es ist halt hier mehr Geschichte, Andy Bacevich, American Empire, was ich öfter zitiere, dann kann man hier so weitergehen, das ist alphabetisch. Tagebücher Goebbels ist ein spannendes Zeitdokument, Kissinger,
Friedrich List, Luthers Werke. Also es geht hier schon im Prinzip alles, was sich so in den letzten 2000 Jahren abgespielt hat. Marx, Mommsen, die römische Geschichte. Helmut Kohl ist auch prominent da. Mit seinen Erinnerungen, das ist schon, ja, auch Nachschlagewerk. Aber dann gibt es auch so Exoten wie mal das allgemeine preußische Landrecht. Spannend, das zu sehen, mit unserem heutigen Gesetz zu vergleichen, auch über den Ehestand, auf die Klassengesellschaft. Spannend, 1794, das mit dem heutigen Gesetz zu vergleichen, macht Spaß. Mhm. Oder Piketty Kapital, hier ist also, hier habe ich mehr Geschichte, Ökonomie nicht so, Soziologie ist schon auch da, deutsche Reichstagsaktien, also von vor 500 Jahren. Und Piketty, den du gerade erwähnt hast, ist ein bisschen ruhig geworden, der hat aber der immer mehr Recht. Der schreibt gerade wieder was, der kommt mit einem neuen Werk, der wird sich schon... Da ist noch eine Kohl-Biografie vom Schwarz. Also das sind alles so Albert Schweitzer, also alles Zeitgeschichte, Geschichte. Hier ist Ökonomie, aber nicht Investing das, und Business auch nicht. Also Ökonomie, Business, Investing habe ich getrennt, der Platz reicht nicht mehr. Hier habe ich halt die ökonomischen Schriften, ob das der McKay ist, ob das Kindleberger ist, ob das was auch immer ist, in meine ökonomischen Schriften. Investing-Schriften sind im anderen Raum investieren. Management-Literatur ist oben, alles geht halt auch nicht. Und die schön geistige Literatur oder Unterhaltungsliteratur ist noch woanders. Also das passt nicht mehr alles hier rein. Da können wir vielleicht ein andermal hingucken. Aber eine Sache möchte ich noch zeigen. Dann gehen wir mal darauf. Das hier. Das war mal ein richtig, tolles Blatt, nämlich der Spiegel. Also ich habe die ersten 15 Jahre fast komplett und dann bis ungefähr 2000 habe ich vieles, noch nicht alles. Also hier 69, 70, da hinten dann, also bis in die 90er rein habe ich relativ viel, aber nicht alles. Tolles Archiv dessen, was in Deutschland gelaufen ist. Heute ist auch so dünn geworden und so tendenziös und so uninformiert. Früher gab es eine klare Meinung, schon von Augstein und so, aber... Dazu gab es die Information. Heute gibt es oftmals nur noch die Meinung. Und die Haltung. Irgendwann hat es sich dann auch nicht mehr gelohnt, ihn zu sammeln. Aber das habe ich mir so als Archiv zusammen besorgt. Wo reißt die Reihe dann ab? Irgendwann naja, sie 80er? Sie ist noch nicht komplett, aber sie endet 1997 erstmal. Da unten, das ist die Weltbühne, wo auch Kurt Tucholsky geschrieben hat. Also diese... Linke Zeitung aus der Zwischenkriegszeit oder auch schon aus dem Kaiserreich. Naja, und so geht's weiter. Und was haben wir da hinten noch? Das ist jetzt Management. Also Harvard Business Review on Management. Oder also ich habe ja lange auch Management-Seminare gegeben. Der Michael Porter ist ein Management-Denker. Dann Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, dieser Carnegie-Kurs, muss man natürlich auch mal gelesen haben. Also hier ist im Prinzip ja... Die schreckliche Wahrheit über Anwälte steht auch hier. Ja, das ist schon älter. Also Lawyer-Bashing ist ja in den USA durchaus Tradition. Also das Buch ist schon von hier von 1987, also ist schon was älter. Die kennen das schon länger. Dies hier, vielleicht, damit können wir vielleicht abschließen. Ganz tolles Buch, würde ich jedem empfehlen, ist der konservative Vordenker gewesen, ist leider im Moment, er ist depressiv, die Familie ist depressiv, sein Vater war das und die ganze Familie hat das Leiden und er war der Star der Konservativen, weil er eben auch einen wissenschaftlich begründeten Konservatismus erklärt hat. 12 Rules for Life, Ordnung und Struktur in einer chaotischen Welt. Auch unbedingt Leseempfehlung, aber ich würde mit dem ersten Buch, mit dem wir da gesprochen haben, dem Harari, das wir in einem anderen Gespräch besprochen haben, also Sapiens, die Geschichte der Menschheit, würde ich anfangen. Und das wäre aber auch eine große Leseempfehlung. Prima, da haben wir einiges zu tun für die nächsten Monate. Denke auch.